Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft. Jo, und das Dach ist halb fertig jetzt zumindest, also ja, ein bisschen mehr wie halb. Ja, hier sind jetzt die Steine ausgelaufen, hier auch, ja. Mist, das war jetzt natürlich blöd, dass mir da die Steine ausgelaufen sind. Aber wenn wir schon da sind, können wir ja den polierten Diorit ja wieder reinlegen. Was? Ne, Diorit heißt nicht Diorit. So, wir nehmen hier wieder drei Stacks mit. Kohle könnten wir auch mal was mitnehmen. Ja, wir nehmen mal hier eineinhalb Stacks mit. Nicht zweieinhalb. Das heißt, wir packen hier mal wieder Kohle und Steine rein. Dann packe ich hier auch mal Kohle rein und Steine. Und hier das gleiche Spiel. Steine und etwas Kohle. Das heißt, dort mal, ich verteile das mal noch eben in den Öfle. So. Ja, langt nicht ganz die Kohle, aber ja. Wird auch mal wieder ein bisschen Kohle verbraten. Auch ganz nett. So, zwei. Zwei. Ja, das gibt nicht viel. Das ist, ja. Habe ich nicht aufgepasst vorhin, dass hier, die Öflein leer laufen. So, Steinziegelein. Ups. Hier so und da so. Nee, es geht nicht aus. Zack. Ach, 20. Uuh. Na gut, die verbauen wir mal. Dann nachher noch mal gucken. So, also von der Vogelperspektive her, also von der Karte, wenn ich jetzt gucke, sieht es halt aus wie so ein Viereck hier. Da könnte jetzt keiner vermuten, dass es ein Haus ist. So. So. Da. Ach, ich bin ja auch doof. Ich habe ja da hier einen Absatz drin gehabt. Machen das einfach immer fertig hier, die ganze Geschichte. So. Habe gerade was überlegt. Nee, das mache ich nicht, das brauche ich nicht. Wir machen das ja mit Half Steps. Ich habe gerade überlegt, ob ich dann damit ganze Blöcke benutze. Aber dann hätte man einen viel zu hohen Giebel, der gefällt mir dann nicht. Deswegen, ja. Müssen wir halt noch ein paar Half Steps bauen. Auch kein Problem. So. Ja, jetzt weiß ich, was ich doch mal vergessen habe. Ich wollte gucken, ob es noch andere Beleuchtungsmittel gibt, außer jetzt Glowstone zum Beispiel, wo man sich bauen kann. Also so eine Art Kronleuchter. Aber ich glaube, das gibt es nicht in Minecraft. Das war dann wieder ein anderes Spiel. Wo das ging. Ja, aber man sieht mal. Oh, das ist ja wieder mal falsch. Ich bin ein Trottel. Man sieht, dass man, wenn man in irgendeinem Spiel mit irgendwas verwöhnt wird, dann möchte man das auch irgendwie in anderen Spielen plötzlich haben, ne? Tja, das ist eben, weil man es dann bequem findet und denkt, ach Mann, warum denn nicht und so. So, Blödsinn, Stein. Stein, Papier, Schere oder so spiele ich jetzt hier oder was? Halt, wo ist jetzt, ja, hier. Wie gesagt, es kommt ja eh versetzt, die ganze Geschichte. So. Naja, mich wundert es halt, dass es keine Clean Stone Treppe gibt eigentlich. Das ist komisch. Es gibt Half Steps, aber keine Clean Stone Treppe. Also zumindest meine ich, dass es nicht geht. Ich habe es ja, glaube ich, schon aus Versehen so probiert und es ging nicht.
So, jetzt regnet es hier noch in der Mitte rein, aber ja. Da haben wir wieder irgendwie einen Beleuchtungsfehler, habe ich gesehen. So. Ja, das war das obere Ding. Tschüss. Die hole ich gleich wieder. So. Ah ja, Abendrot. Abendrot, es gibt Abendbrot. Ja, apropos Brot, ich könnte mal wieder langsam eine Keule essen. Nicht, dass ich verletzt bin, aber meine Hungeranzeige geht ja nach unten. So. Und wieder nach unten. Hörst du die Grillen zirpen? Tja, und es wirft immer noch Blasen hier der Regen sozusagen. Also wird es noch länger regnen. Ach, hallo Zombie. Du kommst ja nicht drauf. Kannst du da unten rumvergammeln, wenn du willst. So, jetzt könnte ich mir das ausrechnen, wie viel Stein ich brauche. Nee, kein Bock. Ich hätte ja auch aufpassen können, wie lang ein Stack reicht oder so ein halber hier. So, kriege ich noch einen Stein? Danke. Naja, da passt es gerade wieder nicht. Und hier. So, 48. Also wie gesagt, ich habe ja probiert, hier eine Treppe zu bauen. Also eine Cleanstone-Treppe gibt es nicht. Leider. So, es geht genau auf. Sehr schön. Das da geht es auch auf. Könnte aufgehen. Das sind nämlich 6er-Dinger hier. Ja. Nicht, dass das jetzt irgendeinen Unterschied macht, wenn es hier aufgeht oder nicht. Aber ja. So, 32 Steine. Jetzt gucken wir mal, wie lange die reichen. So. Wir haben hier zwei angefangene. Dann nochmal hier. Also 6, also 8 pro Reihe nach oben. Nein, falsch rum. Hier. Ja, ist ja schon recht, ihr Zombies da unten. Freut euch, ihr kriegt heute nichts zu fressen. Mein Hirn bleibt bei mir. Hier noch da. Ah ja. Sechs Treppen brauche ich noch, okay. Warte mal, bevor ich hier aber nicht mehr hochkomme, mache ich mal hier noch. Ah, ja. Schön wäre es gewesen. Drehe das hier natürlich wieder rum. So. Ja, also das. Nee, es geht nicht auf. Es sind ja mal 4 Stufen. Ja, okay. La 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 la, ich muss warten. So. Ja, das ist aber nicht schlimm, wenn da halt was überbleibt. Irgendwann bauen wir das wahrscheinlich mal wieder. Es bleibt nicht nur, ich baue hier jetzt mal ein Haus und bin, dann ist alles hier fertig. Nee, nee, das kann man ja ruhig noch für andere Sachen brauchen. Nur jetzt halt Treppenstufen speziell möchte ich nicht so viele haben. Ach komm, ich kann die alle umwandeln.
Nur die Treppenstufen, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 4 Stück. Aber ich muss leider 8 nehmen. Ja, sind halt Mindestpackungsgröße immer so. Warte mal. Ich habe gerade was überlegt. Ja, nee, das funktioniert dann nicht mehr. Ja, das regnet immer noch. Also das gibt's ja nicht. Es regnet die ganze Nacht durch. So. Jawohl. Ja, zwei Steine sind übrig. Das war uns aber klar. Tja, okay, jetzt bin ich auf dem Dach und komme nicht mehr runter. Ja, ohne Schmerzen würde ich wohl hier nicht runterkommen. Ja, da kommt schon ein Zombie angewatschelt. Warte mal, dann mache ich das. Ich bin ja nicht doof, also ich mache mich einmal Leitern hin. Autsch! Oh, das war. Heieiei. So. Aua. Tablefleisch. Autsch. Aber mache ich das halt gleich von hier? Ich trottel. Aua. Aua. Ich falle hier noch raus aus dem Fenster. Ich sag's euch. Ich fall noch aus dem Fenster raus. Okay, funktioniert. So, jetzt lohnt sich wenigstens viel Essen hier. So. Okay. Die Öfen sind aus. So, dann heben wir uns den Stein noch hier raus. Okay, dann hätten wir das. Ja, Stein könnte man noch zu Ziegeln umwandeln. So. Ja, jetzt ist ja noch Folgendes. Das, was mir auch nicht passt, dass man drei für diese Steps braucht, ja. Deswegen nehme ich nochmal drei, dann habe ich schon mal sechs. Ich weiß jetzt gar nicht, mit der Länge brauchte ich 21, ne? Ja. Also. Ups. 12, 18. Ja, ich muss 24 abnehmen. Hast wieder eine Mindestabnahmemenge. Ups. Ah. Ich habe mich verrechnet her. Wenn es jetzt wieder krumm ist, dann mache ich das wieder so. So, dann sind es halt 36. So. Kann ich jetzt auch nicht ändern. So. Man kann ja die Steine auch so kombinieren, dass das Ganze ergibt. So, und es hat aufgehört zu regnen. So. Ach ja, wie schön. So will ich das nämlich machen hier. Dann habe ich jetzt hier eigentlich einen ganzen Stein, der aus zwei Halben besteht, der aber als kompletter gilt. Hier kann ich nämlich nichts draufstellen auf so einen halben Step. Aber wenn er als ganzer Stein fungiert, dann geht es wieder. Seht ihr? Ja, das ist nämlich das Schöne. So, und hier noch. Ach, der Zombie. So. Jetzt kannst du hier aber aufpassen, dass du nicht runterfällst, deswegen geduckt laufen. Dann machen wir hier die Riege zu. Tja, jetzt, wie das Dach fertig wird, da hört es auch auf zu regnen. Das ist ja eigentlich ganz grandios. So. Ja, es sind jetzt halt nur Baufolgen hier, wo ich jetzt gerade mache. Aber das gehört vollkommen zu Minecraft dazu. Ich meine, man kann ja auch im Kreativmodus machen, kann nur bauen. Das ist aber nicht meins. Ich will dann auch ein bisschen so mir die Sachen erarbeiten müssen und ja, nicht einfach mal so ins Volle greifen und sagen, ja, ich habe alle Materialien. Das ist keine Kunst, finde ich. Mein dann schön bauen sozusagen, das ist dann wieder Kunst, das kann ich halt nicht.
Ich baue jetzt hier zweckmäßig, also das Haus könnten wir hier vielleicht auch schöner bauen. Ja, aber für meine Zwecke reicht es ja. So. Die Frage ist jetzt halt auch, ob hier oben auf dem Dach Monster spawnen irgendwann mal. Das soll mir eigentlich dann egal sein. Na, super, jetzt bin ich auf dem Dach gefangen. Komm nicht mehr runter. Es gebe einen Trick. Warte mal, kann ich vielleicht? Nee, das schaffe ich nicht, oder? Nee, aua. Knöchel verstaucht. So. Hier, Hühnchen essen. Ja, da hat er mir Fleisch übrig gelassen. Sag mal, Küken. Ist da nicht irgendwo ein Skelett kaputt gegangen? Nö, da steht's noch. Diese miesen Skelettmans. Ach, da ist ein Creeper explodiert. Hallö. Hui. Aua. Ah, der trifft natürlich mal wieder. Mieses Knochenköpfle. Ja, und stellt sich aber gleich wieder an das Dach, dass da nicht der Baum anfängt zu brennen. Das wundert mich ja. Na, bist du tot? Ja. Jawohl. Das nehme ich gerne an mich. Ja, leider kann man ja die Pfeile hier nicht aufsammeln, sonst könnte man ja hier sich Pfeile eher cheaten, wenn man so will. Deswegen sind die wahrscheinlich nicht aufsammelbar, die, wo der abschießt. Was ist denn da hinten? Ah ne, das ist eine Blume. Ich habe gedacht, dass da eine Fackel steht oder so. Eine Fackel von Fackelmann. Wieder der kleine Wortwitz sozusagen hier. Ich nehme mal hier meine Leitern wieder ab. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, und wer jetzt gedacht hat, Haus fertig und so weiter. Nee, lange ist noch nicht fertig. Jetzt müssen wir hier noch Raumeinteilung zum Beispiel machen. Und ja, und dann kommt noch Gartenanlage zum Beispiel. Wir wollen ja so ein bisschen Farmland bauen hier und so. Möchten möglicherweise auch Tiere halten. Möchten die züchten und so. Ja. Ja, da ist unser Blick nach unten. Ja, und die Frage ist halt jetzt auch, wo ich hier die Fenster reinbaue. Hier nach oben gehen wir nochmal her. So, hier kommt auf jeden Fall wahrscheinlich Glas rein. Momentan ist es noch offen, da könnte eine Spinne reinlaufen. Das ist gefährlich. Warte mal, und hier unten drunter, da kommt jetzt hier erst wieder Zaun. So als Dachsparren. Na, also, ey. Da wird es wieder so ein Zombiehirn da, oder? Naja, es ist Fleisch. Zaun, Eichenholzzaun. Die Leitern, die packen wir da so hin. Ja, die können wir abnehmen. Komme ich an die oberste Stufe? Nein, natürlich nicht. Halt. Man kann sich doch festhalten, so, aber. Hoppla. Ja, wenn man sich aber festhebt, dann dauert es ewig abzubauen. Es ist fast so wie jetzt beim Wasser, wenn man im Wasser steht. Ja, man kann sich ja theoretisch nur mit einer Hand dann hier, kann man es abbauen. Macht man ja zwar die ganze Zeit, aber ja. Es ist halt so gemacht, dass wenn man an der Leiter sich festhebt oder im Wasser, dass man eben da halt langsamer abbaut. Ja, gut, im Wasser wäre es ja klar, weil man hat ja den Wasserwiderstand sozusagen. So, und jetzt will ich mal kurz was überlegen. Ich guck mal, was wie das ausschaut. Hä? Ey, was soll denn das? Habe ich zwei gesetzt? Ich Dolly? Ja. So und so und so. Ja, hier könnten wir Dachfenster reinmachen, aber das sieht ja da blöd aus. Es gibt leider keine Treppenstufen als Glas. Ah, es geht eh nicht aus. Nee, dann mache ich das wie immer. Doch, es geht aus. Wie sieht denn das aus hier? Nee, ich mach das wieder so. Das wird sozusagen die Dachlattenkonstruktion dann hier.
Müsst ihr jetzt bei jedem Ding so machen eigentlich noch? Mal schauen. Jetzt brauchen wir erstmal noch mehr Zaun. Ah, hier ist. Ah, ich habe doch. Ja, die Leiter ging nicht verloren. Ich habe eine Leiter zu viel. Eichenholzbretter, die brauche ich jetzt noch, weil Zaun ist nicht gerade billig. Wie war denn das mit dem Zaun? Waren das Außenstöcker? Und innen war es, glaube ich, ein Holzpfahl. Ja, nee, das ist die Tür. Ja, das ist die Zauntür. Pfü, wie war denn das? So? Nö. Warte mal, oder? Genau, das war, glaube ich, so. Und jetzt hier. Außenholz. Ja. Ja, das ist schon hier, braucht man ganze Blöcke. So und so und so und so. Ja, gut, da ist es nicht schlimm, wenn ich zu viel baue. Ach komm, ja. Tu nicht hier geizen und. So. Neue Stöcker. Stöcke. Ich sag jetzt auch schon, wie so andere Leute hier, die sagen dann immer Stöcker. Ich weiß zwar nicht warum, aber. So, da machen wir das neues Eichenholz draus. So. Ach komm. Machen wir nicht krumm. Blödsinn, ich will in die Truhe rein. So. Und hoch mit uns. Muss ja weitergebaut werden hier das Dach. Okidoki. Ja, dann hier könnte ich das machen, eventuell. Oder warte mal. 1, 2, 3. Und hier eine Zwischendecke. Warte mal, das muss ich mir mal markieren. So, und dann wäre wieder hier. 1, 2, 3. Ich könnte hier noch eine Etage einrichten, wenn ich wollte sogar. Weil das doch ein ziemlich höher ist ja, also. Wäre zu überlegen, aus so einer Art. Schwierig. So, ich will mal, was ich eigentlich vorhab. Na? Da komme ich nicht hoch so weit. Ja, jetzt kommt nämlich hier jeweils. Ups. Das ist nicht so das, was ich wollte. Ich mache das nämlich jetzt noch komplett hier, wie ich das eigentlich immer mache. So eine Dachunterkonstruktion sozusagen. Deswegen habe ich gesagt, Zäune brauche ich mehr. So. Ja, das heißt, jetzt sind es schon wieder leer. Dann kann ich das Holz gleich wieder nehmen. Das kann ich auch gleich in die Hand nehmen hier. So, Stöcke her. Eichenholz her. Zack, 48. So, einer bleibt übrig. Na, wieder Eichenholz basteln. Ups, Blödsinn, was mache ich denn da schon wieder? Dumm anstellen, ne? So. Ist wieder eher eine krumme Zahl, ja. So, die wieder hier hin. 60 Eichenholzzäune, schweres Wort. So, die Linie mache ich noch fertig. Ja, das kommt jetzt halt noch an die restlichen hier auch noch hin. Jo, gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sind wieder fertig mit dieser Folge für heute.
Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.